So, hallo, herzlich willkommen bei lpg.de, nächstes Portal 2 Let's Play mit Groschen und meiner Wenigkeit im Neox. Und zwar haben wir versucht, diese Portal-Testkammer hier zu lösen. Von dem netten Herrn, ich guck mal eben ins Optionsmenü, wir wollen Mivius. Jetzt das Falsche sagen. Von Mivius, Elektrophobia Part 3, haben wir live im Video leider nicht geschafft. Deswegen hat Groschen das Portal jetzt falsch gesetzt. Nee. Doch, weil wir nicht darüber müssen. Komm einfach wieder. Lalalala. Auf jeden Fall haben wir das live im Video nicht geschafft, weil wir viel zu lange dafür gebraucht hätten. Haben uns jetzt die komplette Lösung geholt. Also wir waren schon auf dem richtigen geschafft hätten. Wir waren schon auf dem richtigen Weg, also ich war auf dem richtigen Weg. Ich habe gesagt, dass wir das blaue Gel da hinten brauchen und bla und so weiter, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hätten wir es rein theoretisch geschafft. Wäre dann nicht das Problem gewesen, dass diese Portal Testkammern einfach brutalst schwer sind und deswegen haben wir jetzt einfach vor, euch kurz zu zeigen, wie man die löst und spielen dann einfach die nächste in der Hoffnung, dass das dann besser wird. Man sollst irgendwann das blaue Portal, na ja, gut. Ja, das mache ich ja jetzt, das mache ich ja. Das ist ja, warum gehst du raus? Nein, nein, ich brauche Gel. Ach, wir gehen jetzt die schnelle Variante, stimmt ja, ich ja, vergaß. Wir brauchen jetzt nichts. Ja, gut. So, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, dass wir das jetzt einfach so machen, dass wir euch jetzt zeigen, wie man die Portal-Testkammer hier löst. Sozusagen als Lösung, obwohl es schon eine gibt. Ja. Und weil wir cool Vergiss sind. Nicht umzusetzen. Merci vielmal. Weil wir, ich wollte nur alles blaues Gel mitnehmen. Auf jeden Fall, weil wir cool sind. Und ihr seht jetzt auf jeden Fall, wie man das löst. Und ich habe jetzt auch die Testkamera, hier die Partnerkamera an. Und danach spielen wir eine andere Testkamera. Aber wir wollten euch trotzdem noch zeigen, wie man das macht, weil wir es einfach versucht haben aufzunehmen und wir verkackt haben und das zugeben wollten. Und jetzt einfach zeigen, wie man es macht oder nicht macht. Oder macht, nachdem wir es nicht gemacht haben. So, meine Fresse, jetzt mal gut mit so. Ewiger Wiederholung. Blaue Flüssigkeit, da sieht man jetzt so. Weil jetzt, es ist eigentlich so simpel gewesen. Ja, aber das mit dem. Gut, ich meine, ich bin direkt mit der Jonglier auf die Jonglier-Scheiße draufgekommen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so behindert wird. Ganz ehrlich, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allen Dingen, wer kommt da auch streng genommen drauf, ne? Ja, das ist richtig. So, ich habe Maximum an Gel erreicht. So, ich jongliere jetzt halt einfach die ganze Zeit dieses rote Gel hier hin und her. Dadurch, dass wir die blaue Flüssigkeit drüben haben, hatte er jetzt halt eine Chance, wieder zurückzukommen, ohne dafür ein Portal zu brauchen oder den Traktorstrahl. Was gar nicht so uncool ist. Jetzt setzt er halt jetzt einfach die Portale, wenn er das jetzt tun würde. Aber warte, ich lasse es nochmal zurücklaufen. Zurücklaufen? Das war ein bisschen, zurücklaufen? Das war ein bisschen... Ernsthaft? Groschen, das war spät. Das ist zu spät? Ja. Das hat genau gereicht. Ja, warum wartest du denn so lange? Ich habe Angst, dass du es verkackst einfach. Ja. Ist du schön. Brauchst das blaue Gel nicht mitnehmen, das ist dir klar, ne? Du brauchst das blaue Gel nicht mitnehmen, das ist dir klar. Ja. Wir brauchen das nur da unten. Gut, wieder, aber ich komme auch so nicht rein. Das ist ja kein Thema, das kriegen wir ja hin. Warte mal, hier, wenn dein. Da, so. Oh ja, vielen Dank. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Kannst du mir hier gleich. Nee, das kriegst du nicht. Ja. Das passt von der Höhe, sonst wird er nicht. Haben sie ja fast so in der Zeit geschwärmt. Oh, es ist so fail. Ja. Es ist so fail. Wir haben das gerade eben noch beim ersten Versuch geschafft, nachdem wir dann wussten, wie. Man hat es ja gesehen, wir waren gar nicht so scheiße. Warum holst du jetzt den Traktorstrahl? Ja, ich muss ja auch irgendwie rüberkommen zu dir. Musst du nicht. Doch. Nein. Oh, ich spiele Singleplayer Portal, das ist gesünder, ey. Bla bla bla. Oh, ist das geil. Auf jeden Fall wieder viel zu viel Zeit mit verplempert jetzt gerade. War egal. Egal. Ja, die Map war halt nicht einfach. Ja, die Map, das Ganze an sich ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch, das muss ich ja dazu sagen, jemand im Team hat, ne? Der dann immer der Meinung ist, Dinge zu tun, ohne zu sagen, dass er sie tut. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. So, nee, ich brauch's noch anders. Ja, klar, du musst jetzt erstmal wieder da dingsen. Ah, ja. Yeah. Und dann kann ich wieder anfangen zu jonglieren. So, jetzt hätte ich gerne den Laser. Boing. Boing. Jetzt fange ich an, das Zeug hier hin und her wieder zu buxieren. Also die Idee hinter dem Gel-Jonglieren finde ich an sich ziemlich geil. Ja. Muss ich ja sagen. Sich, ne? Ist es so. Es ist ziemlich gut gemacht. So, jetzt verkacken wir das bitte nicht. So. Hab dich nicht vor. So, und jetzt müssen wir halt zeitig das Portal umsetzen, damit dann halt das Gel praktisch, ich achte da drauf, da vorne landet. Und kannst du es lassen jetzt? Das war dumm. Verdammt. Groschen, das war dumm.
Warum kann er das nicht einfach gescheit umsetzen, zu fix? Wieso packst du nicht einfach irgendwo hin, wo es... Das ist nicht wahr, ey. Ich will nennen diese Folge dann Let's Fail offiziell. Es ist ja noch failigerer als sonst. Ich geh mal wieder. Aber ich bin auch... Aber muss ehrlich sein, ich bin dran schuld, weil ich ein Idiot bin. Das war jetzt gerade... Du setzt einfach die Portale dann um. Nein, warte, ich muss einfach nur nachdenken. Du musst einfach nur zum Beispiel das Portal dahin setzen, wo sonst meine sind. Wir haben jetzt hier hinten eine rote Flüssigkeit. Ah, danke schön. Das warst du. Nein, du hast ja kein Portal umgesetzt. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber hey, cool. Aber was wolltest du jetzt von mir? Wenn eine Sache schief geht, geht alles schief. Jetzt laden wir jetzt Fail hoch. Punkt. Ist das so? Oh, ist das bescheuert, ey. Ja. So einen Schrott haben wir, glaube ich, noch nie produziert. Das ist schon cool. Boing. Okay. Vergiss nicht, das Portal hinter mir umzusetzen. Was ist denn da unten? Luftgesten. Weil ich es kann. Und ich habe einen Menko-Hut auf. Ich habe auch voll viele Team Fortress 2 Items. Ich bin voll der Tolle. Mhm. Und spiele mit Controller. So. Auf das ich mich jetzt konzentrieren muss gleich. Boing. Also du kannst ja rein theoretisch jederzeit zurückkommen. Ne? Gut. Ist vollkommen in Ordnung. Und legitim und so. So, jetzt warte bitte. So, jetzt platziere deine Portale jetzt. Platziere sie. Ja. Platziere sie gleich. Muss ich jetzt umplatzieren? Das helle gleich. Sag, wenn ja. Jetzt. So. Gewonnen. Und wenn man nachdenkt, dann funktioniert das halt auch. Bla bla bla. Hier hätte man auch Portale hinsetzen können. Beinahe nur. Man hätte so einiges gekonnt. Ich bin der Blaue. So, let's fail. Portal 2. Na wenigstens ist es fertig. Mhm. Juhu. Auf nach unten. Ich hasse mich. Kadeng. So, haut da rein. Ja. Bis zum lang genug gedauert. Supermap. Bis zum nächsten Mal. Bitches. Tschüss.